Es klingt ein bisschen wie ein Scherz, aber es ist tatsächlich ernst gemeint. Das englischsprachige Gesundheitsportal News Medical berichtet, dass Coronavirus sich nicht nur durch Niesen und das Husten verbreitet, sondern auch durchs Furzen. Wenn das so wäre, dann wäre meine Familie längstens ausgerottet. Das kann ich euch jetzt wirklich so sagen. Stichwort Aerosolwolken. Ja, ich finde die Meldung ist warme Luft. So. Ja, schon ein bisschen. Es ist vielleicht auch nur eine Furzidee von der Wissenschaft. Ja, ja. Einfach viel Wind um nichts, oder? Das ist so ein bisschen das. Aber ich habe mich dann schon noch gefragt, als ich das gelesen habe, ist denn wirklich jeder Furz ein Problem? Ich meine, da gibt es Unterschiede. Oder sind es die Füchte? Spielt die Lautstärke eine Rolle? Ja. Muss man noch klären, finde ich. Ist am Furz oder mit dem Furz genommen? Yeah. Man weiß es nicht. Was ich mich auch frage, was ist das, was bedeutet das jetzt für die Massnahmenskeptiker, oder? Für die ganzen Maskenverweigerer? Mhm. Müssen die jetzt auch auf Hosen und Unterhosen verzichten? Müsste es? Konsequenterweise? Ja, also. Ja, wichtig ist einfach in Ellbogen furzen. Das ist, glaube ich, das ist das. Weißt du, wie viele Leute sitzen jetzt vor ihrem Empfangsgerät und probieren, ob das physikalisch geht, den Ellbogen hinten? Machen das bitte und schicken euch Bilder. Schickt uns schickt es mal auf Instagram. Ist wahrscheinlich genauso schwierig wie den Ellbogen ablecken. Das bisschen? Nein, und ich probiere es auch gar nicht. Weil, das ist genau so etwas, wo dann das jemand sagt, einfach damit es mega dumm aussieht, wenn du nachher zuschaut, wie du es probierst. Das ist so. Die Frage ist auch, wie viele Haushalte können involviert sein? Weißt du, man redet jetzt immer von der Haushaltsmenge. Wie viele Haushalte können involviert sein, dass man noch die Tür anständig furzen? Weißt du noch, okay, wann nicht? Das muss man erklären. Das Kälberfurz ist natürlich aber auch gerade der perfekte Corona-Test, oder? Mhm. Wenn du den Furz nicht schmeckst, hast du wahrscheinlich Corona. Mhm.